11. November. Wie ein Baum gepflanzt. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Psalm 1, Vers 3. Viele Menschen in unserer Gesellschaft wünschen sich ein ausgeglichenes und beständiges Leben. Die Angstgeplagten sind nicht in der Lage, ihr Leben in den Griff zu bekommen, und die vielfältigen Lösungsansätze der Welt taugen allesamt nichts. Unglücklicherweise sind auch viele Gemeinden der Idee verfallen, der Mensch könne seine Probleme nur mit Hilfe der Psychologie lösen, ein Produkt, das sein Versprechen jedoch nicht erfüllt. Wo finden wir festen Halt? Die Antwort aus Psalm 1, Vers 1 lautet: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und die Verse 5 bis 6 lehren: Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wer Gott kennt, der hat einen festen Halt gefunden. Wer ihn jedoch ablehnt, treibt im Meer der Sinn und Belanglosigkeit umher. Was ist dir lieber?